Euronics Gaming und Schalke 04 Evolution treffen zwei Teams aufeinander, die den Blick nach dem Spring Split nach oben richten wollen. In beiden Lineups steckt Potenzial. Wir nehmen sie im Lamia Grande Team Spotlight unter die Lupe. Schalke 04 Evolution verpasste im Spring Split 2021 zum ersten Mal seit Gründung der Prime League das Finale der Pro Division. Die Schalke hatten spielerisch zwar oftmals gute Ansätze, die Konstanz ließen sie vor allem in der Regular Season aber oftmals vermissen. In Richtung Playoffs steigerten sich die Knappen dann aber und bezwangen in der K.O.-Runde schließlich SK Gaming Prime und die Unicorns of Love Sexy Edition. Für einen Sieg gegen den späteren Meister Big reichte es zwar nicht, mit Platz 3 in den Playoffs erreichten die Schalke aber die European Masters. Unser Ziel für Summer Split ist sehr offensichtlich, würde ich mal sagen, und zwar Erster zu werden als Erstes in der Prime League und hoffentlich dann halt in den EU Masters zu gewinnen oder mindestens erstmal ins Halbfinale zu kommen in den EU Masters. Und ja, ich meine, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Für Euronics Gaming verlief der Spring Split hingegen deutlich holpriger. Vor allem zu Beginn der Regular Season hatte das erfahrene ESG-Lineup große Probleme. In der Hinrunde gelang dem Team nur ein einziger Sieg. Erst in der Rückrunde zeigte Euronics Gaming, dass es durchaus konkurrenzfähig ist. Unter anderem gelang dem Team ein starker Erfolg im Duell mit SK Gaming Prime. Am Ende wurde ESG dennoch Letzter, doch auf der Rückrundenleistung kann das Lineup aufbauen. Im Spring Split sind wir entspannter an alles reingegangen, würde ich sagen. Also unsere Herangehensweise ist jetzt definitiv anders für den Summer Split und ich denke, das wird sich halt auch definitiv in den Platzierungen zeigen. Also ich sehe in keiner Welt, dass wir nochmal so einen schlechten Split haben können, so wie der letzte. Schalke 04 Evolution muss mit Midlaner Swairu einen neuen Spieler ins Team integrieren. Die Kommunikation scheint bei den Knappen aber bereits zu stimmen. Unsere Rollen sind, dass Tolerant und Ops ist sehr viel Shotcaller. Eigentlich haben wir keinen wirklichen Shotcaller, jeder redet relativ viel. Und dann gibt es halt so zwei, drei Leute, die halt irgendwie uns zurückhalten oder halt sagen, dass der Call jetzt auch durchgeführt wird. Das sind dann meistens Tolerant und Obsess. Joppa auch manchmal. Swayo muss sich jetzt erstmal einleben. Er redet noch nicht so viel, aber das wird jetzt auch alles noch kommen. Die Teilnahme an den European Masters sollte für die Schalke erneut das Ziel sein. Damit wäre auch im Summer Split mindestens Platz 3 nötig. Als dreifacher Finalist und erster Champion der Prime League will S04 Evolution aber noch weiter nach oben schauen. Kann Euronics Gaming den königsblauen Steine in den Weg legen? Ehrlich gesagt, jetzt denke ich nicht wirklich, dass ESG jetzt verglichen mit uns ein sehr starkes Team ist. Also zumindest jetzt nicht auf dem Papier. Aber man sollte sie definitiv nicht unterschätzen. ESG spielt, glaube ich, sehr viel Aram. Wenn wir nicht in diese Trap fallen und einfach uns über Sidelines spielen und das Spiel accordingly spielen, glaube ich, haben wir eine leichte Chance, das Game zu gewinnen, als einfach unser Spiel spielen. Für ESG spricht immerhin die Eingespieltheit, denn das Team hat zwischen den Splits keinen Wechsel vorgenommen. Vor allem die erfahrenen Profis Panda, Lama Bear und Venter müssen die richtigen Lehren aus dem letzten Split ziehen. Dann könnten sie diesmal auch Top-Teams wie Schalke 04 Evolution unter Druck setzen. Ich glaube, der neue Midlaner von Schalke ist ein kleines Downgrade, wie sich das halt auf dem Papier, also auf dem Papier zumindest würde ich sagen, ist ein kleines Downgrade. Wie sich das im Team dann halt beweist, ist halt immer so eine Sache, das kann man nicht wirklich einschätzen, Stand jetzt. Aber auch im Rückspiel von Schalke im Spring Split hatten wir eigentlich auf jeden Fall die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ich denke, das wird dieses Mal wieder so sein. Ich denke, dass wir uns sehr stark improved haben in der Offseason und auch schon zum Ende von letzter Season her. Ne? Und deswegen denke ich, dass das ein gutes Match wird und ich denke, wir werden das gewinnen.